Also, wie ihr ja schon gesehen habt, haben wir das Ganze unter dem Thema Vollfett, ja, versucht zu instruieren hier heute. Und genau darum geht es ja. Also, ihr seht heute nochmal ein neues Gesicht. Pia heute mit dabei, aus der FitCom. Früher mal Fitnessökonomie, jetzt aber Fitnesstraining, Studentin und bald fertig, mir sagen lassen. Herzlich willkommen heute. Patrick ist ja auch ein alter Bekannter. Ja, in der Führungsschiene der FCC. Immer noch Mann für Zahlen, Daten, Fakten und immer noch der Hybride aus dem Bereich Ernährung und Bewegung. Also wie gesagt, wenn du da nicht mal irgendwann richtig Kapital draus schlägst, dann Junge, hast du ja was falsch gemacht. Also diese Komponente Bewegung, Anatomie und dann auch noch mit Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn ich sehe, wie du mit Excel-Dateien umgehst, das ist ja für viele wie Houdini. Also von dem Jungen kann man immer was erlernen. Heute bestenfalls über Fette. Ja, mein Name ist Christopher. Ich bin Sportbereichsleiter, Fitnessbereichsleiter in der Sportwelt. Und ja, heute geht es um das Thema Fette. Letztes Mal haben wir uns ja um das Thema Kohlenhydrate gekümmert und haben wir gemerkt, das Ganze ist nicht ganz ohne. Und zwar ist es schon extrem komplex gewesen. Nicht nur, weil Kohlenhydrate ja auch komplex sind. Der schlechte Joke jetzt mal am Rande darf ja hier erlaubt sein. Aber heute im Bereich Fette brauchen wir wirklich die Aufmerksamkeit eines jeden. Und ich kann so viel verraten: Bei der Recherche zum Thema Fette habe ich selber noch eine Menge gelernt, was wir hoffentlich heute an euch weitertragen können. Fette, Patrick, Pia, gesättigt, ungesättigt, mehrfach ungesättigt, feste Fette, flüssige Fette, da blickt ja kein Mensch durch. Bringt mal so ein bisschen Licht ins Dunkle. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Tatsächlich kann man einfach grundlegend sagen, dass Fett als solches einer der drei Makronährstoffe ist. Den anderen Makronährstoff, Kohlenhydrat, haben wir vor 2 Wochen schon thematisiert. Fett bzw. Proteine als dritten. Und ja, welche Funktion hat ja, das Fett primär? Das ist primär ein Energielieferant, liefert uns oder dem Körper, dem menschlichen Organismus, ja, 9,3 oder man sagt circa 9 Kalorien pro Gramm. Das heißt, einfach ausgedrückt, konsumiert ihr 1 Gramm Fett durch die Nahrung, nehmt ihr gleichzeitig 9 Kilokalorien auf. Und das ist quasi doppelt so viel wie bei den Proteinen und bei den Kohlenhydraten. Das heißt, als Energielieferant super und auch vor allem evolutorisch bedingt sehr, sehr wertvoll, weil es dann auch gleichzeitig im Umkehrschluss als ja, Überlebensmechanismus quasi dient und als Energietreibstoff schlechthin. So, und das kann man halt umfassend sagen. Also, das ist halt eben Fett als Makronährstoff. Und dann gibt es wieder diese Unterkategorien, die ja dann vor allem auf den ja, Verpackungen der Lebensmittel häufig auch wahrscheinlich schon gesehen habt oder von denen auch immer gesprochen wird, wie zum Beispiel von den gesättigten Fettsäuren, von den einfach ungesättigten Fettsäuren und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Man merkt schon, das sind Begrifflichkeiten zusammengestückelt und da kommt man natürlich ganz schnell durcheinander. Man kann die oder man differenziert tatsächlich einfach von der chemischen Struktur. Man kann sich das vorstellen, dass Fette quasi chemisch gesehen Ketten darstellen. Hat man ja auch häufig im Chemieunterricht gehört, dass Moleküle in Form von Ketten auftreten. Und je nachdem, welche Kette vorliegt, wird dann halt eben auch quasi diese Gruppe ja, kategorisiert. Und um das nochmal ein bisschen aufzuklären und Licht ins Dunkel zu bringen, ist es so, dass bei den Gesättigten ist es so, dass wenn man jetzt wirklich auf den Aufbau eingeht, dass Fette grundsätzlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Und bei den Gesättigten ist es so, dass jedes Kohlenstoffatom quasi auch Wasserstoff gebunden hat. Bei den ungesättigten Fettsäuren ist es so, dass zwischen den Kohlenstoffen zum Teil auch sogenannte Doppelbindung vorliegen, sprich die Ketten sind brüchig und das unterscheidet sie in der chemischen Form. Und wenn man das mal in die Praxis anwenden möchte, kann man zum Beispiel sagen, wie man sich das am einfachsten merken kann, gesättigte Fettsäuren aufgrund dieser Härte in dieser Kette eignen die sich zum Beispiel zum Braten ideal an, weil die Kette einfach robuster ist und bei den ungesättigten eher halt nicht, weil sie halt eben bruchanfälliger sind. Und so kann man das grob unterscheiden und jede Gruppe hat so ihre Funktion für den Körper. Das ist jetzt. Okay, also wir haken nochmal ein, sonst haben wir die ersten gleich um 19:05 Uhr schon lost. Makronährstoff mit Proteinen und Kohlenhydraten. Der dritte Punkt ist Fette. Jetzt kann man gleich sagen, die drei Aufgaben sind, wir haben gesagt, Energielieferant, vor allem gesättigte Fettsäuren und einfach ungesättigte Fettsäuren, Energielieferant. Dann haben wir den Speichereffekt, also du hast eben schon gesagt, evolutionärer Vorteil, wenn ich eben was futter und dann ein bisschen was an den Hüften bleibt, weil wenn ich mal nichts zu futtern habe, dann kann ich darauf immer zurückgreifen. Problematisch ist, die meisten von uns haben da zu viel hängen, das heißt, das Depot wird quasi nie angefasst.
Wäre eigentlich cool, wenn wir das auf unserem Tagesgeldkonto hätten, ne? Aber naja, anderes Thema. Punkt Nummer 3, du hast es eben schon gesagt, wäre dann der Baustoff. Das heißt, vor allem habe ich mir sagen lassen, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sollten wir ja, die sind auch essentiell, ne? Die brauchen wir also als Baustoff für unsere Zellen. Ne? Richtig. Dann haben wir nochmal verschiedene Lagerungsfähigkeiten. Also wir haben dann, ja, wir wollen jetzt nicht zu chemisch werden mit den einzelnen Bestandteilen, aber tatsächlich ist es so, die Lagerung eines Fettes, die sind im Prinzip so bei den Gesättigten. Und wenn die Doppelbindung haben, dann kriegen sie einen kleinen Knick. Und wenn die Knick haben, dann passen die nicht mehr so schön übereinander. Und dann sind sie eben nicht mehr fest, sondern flüssig, weil sie eben in ihrer Struktur nicht mehr so gut lagerungsfähig sind. Wir haben jetzt ja bald Amazon hier direkt vor der Tür. Die sind dann wahrscheinlich eher so im Bereich der gesättigten Fettsäuren unterwegs, also alle schön gestapelt. Und die ungesättigten, das ist dann das, wie es bei mir oft auf dem Schreibtisch aussieht, so das Chaos, das Gesunde, was da unterwegs ist. Ja, entspannt. Die Funktion habt ihr jetzt eben schon gesagt. Aber wie sieht es denn zum Beispiel aus mit ungesättigten und mehrfach ungesättigten? Also du hast eben schon über die chemische Struktur gesprochen. Aber was ich ganz interessant war, fand ich nochmal eben so die Temperatur beim Braten. Also wie würdest du das jetzt nochmal eben kategorisch nochmal unterzeichnen? Also dass du sagst, was nehme ich warum und was hat vielleicht die chemische Konstruktion der Fettsäure zu tun, warum sich es vielleicht zum Braten besser eignet? Also wenn wir zum Beispiel jetzt wieder auf die Ketten eingehen, die ich vorhin dargestellt habe, ist es so, je schwächer die Kette, desto bruchanfälliger ist es. Das heißt, auch der Schmelzpunkt dieser Fettsäure ist auch niedriger. Das heißt, bei bereits niedrigen Temperaturen kann es sein, dass die Fettsäuren halt eben wortwörtlich kaputt gehen. Und je fester die Ketten sind, desto empfindlicher sind sie halt eben. Also das zum Beispiel jetzt bei gesättigten Fettsäuren, klassisches Beispiel, die Butter, die ja häufig verpönt wird. Aber zum Braten in dem Zusammenhang eignet sie sich ideal, wie auch das ja aktuell sehr gehypte Kokosfett zum Beispiel, ist auch sehr reich an gesättigten Fettsäuren. Und diese Öle bzw. Fette kann man auch sehr gut zum Anbraten nutzen. Wohingegen halt die ungesättigten Fettsäuren dann halt eben im Braten eher schneller kaputt gehen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist dann halt das, dass durch dieses ja, Kaputtgehen quasi die sogenannten gehärteten Fettsäuren, sprich auch die Transfette entstehen, die ja eher geläufig sind, also der Begriff der Transfette, das ist quasi nochmal die vierte Kategorie, die dazukommt. Und das ist die Kategorie, die man einfach meiden sollte. Ein klassisches Beispiel ist dann halt, was wir auch schon bei dem Thema Mythen vor ein paar Wochen erzählt hatten, dass halt die Transfette vor allem halt in frittierten Produkten etc. Vorzufinden sind oder auch in der Margarine zum Beispiel. Richtig, ja. Das wird häufig auch, also man kann sagen, das ist ein gängiges Mittel in der Lebensmittelindustrie, um halt gewisse Dinge natürlich auch streichfähig zu machen. So, aber der Körper als solches kann mit diesen Transfetten nichts anfangen. Also es gibt keinen Nährboden und der Abbau von diesen ist auch dann, ja, also sehr, sehr erschwert. Und durch diese Anlagerung oder Ansammlung über die Zeit und wenn dann auch noch das Übergewicht mit reinspielt, kann es halt eben zu Problemen kommen wie Arteriosklerose etc. Und da differenziert man. Deswegen ist es schon wichtig, beim Braten, bei der Zubereitung der Mahlzeit darauf zu achten, welche Fette man zum Beispiel beim Braten nutzt. Also wenn wir eins im Leben gelernt haben, sind die größten Probleme, die wir auf dieser Erde haben, sind menschgemacht. Darunter fällt dann wahrscheinlich auch das Transfett, was eben industriell hergestellt ist. Jetzt haben Fette mehrere Funktionen im Körper. Aber gerade im weiblichen Körper spielen ja Fette nochmal eine ganz andere Rolle. Abgesehen davon, dass wenn man sich das phänotypisch anguckt, wenn wir Männer dicker werden, dann kriegen wir meistens dicken Bauch. Sitzt bei den Frauen das irgendwie in 75 verschiedenen Körpertypen, nagelt mich jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Klischees fest, aber so ist es ja in der Regel. Wir Männer sind da einfach einfacher gestrickt. Zack, Plauze da, fertig. Pia, erzähl doch mal, Fette im Körper der Frau, die spielen nochmal eine andere Rolle. Also bei Frauen ist es ja nochmal ein bisschen was anderes allgemein jetzt vom Training her, genau wie bei der Ernährung. Einfach nur, weil der Zyklus einer Frau auch hormonbedingt halt anders läuft wie bei den Männern. Und da wird oft viel nicht beachtet, was sehr schade ist, aber da sind wir ja heute hier und berichten euch da auch über ein paar Sachen, die wir herausgefunden haben, was das Thema Zyklus einer Frau betrifft. Und halt einmal die Ernährung und das Training. Und natürlich speziell auch das Thema Fette. Wie du eben auch schon gesagt hast, bei der Frau ist es leider häufig so, dass die Fette sich vermehrt, natürlich auch unter anderem im Bauchbereich mit anlagern, gerade im unteren Bauch oder halt an den Hüften und an den Beinen. Das ist natürlich doof und das wollen wir nicht. Aber da wir wissen, wie wir das Ganze natürlich kippen können oder wie man Möglichkeiten hat, das Ganze zu unterstützen im Training, erkläre ich euch mal so grob, wie das denn läuft mit dem weiblichen Zyklus. Und zwar hat man ja 4 Phasen.
Die Frauen wissen wahrscheinlich schon, wovon ich spreche. Im Grunde genommen ist die erste Phase einmal die Menstruationsphase, wo man halt als Frau ein bisschen leidet. Und das spiegelt sich auch im Ernährungsverhalten und im Trainingsverhalten wider. Beispielsweise in der Menstruation hat man im Training oft wenig Kraft. Und das ist auch komplett normal so. Und dafür braucht man sich auch gar nicht schlecht fühlen, weil das kann man nicht mit der Leistung im Training vergleichen, die man halt hat an eher fruchtbaren Tagen im Zyklus einer Frau. Das ist nochmal was ganz anderes. Und ja, dann gibt es natürlich die zweite Phase, was die Follikelphase wäre. Da ist man zum Beispiel sehr leistungsfähig im Training, sowie mit der Ernährung kann man da einiges machen. Da wäre es zum Beispiel auch schlau, dann eher moderaten Defizit zu fahren, falls man dementsprechend Ziele hat, ne? Dann gibt es noch die Ovulationsphase, das ist so rund um die Befruchtung selbst. Und die Lutealphase, die leitet sich dann ein, wenn man in die Periode kommt. Und die ersten zwei Wochen eines Zyklus ist man sehr leistungsfähig und kann halt, ist sehr energiegeladen und kann auch von der Ernährung sich sehr gut variieren. Und was dann halt in den zweiten zwei Wochen passiert, des Zyklus, ist halt oft so, dass man vermehrt halt Hunger hat oder Essattacken. Kommen wahrscheinlich auch einigen bekannter vor oder so. Und da kann man natürlich auch gezielt mit dem Fett dann arbeiten, weil Fett steigert definitiv das Wohlbefinden, gerade von Frauen auch in gewisser Maße. Natürlich auch Kohlenhydrate und Proteine. Natürlich sollte alles vernünftig abgedeckt werden. Aber was zum Beispiel viele nicht wissen, ist, dass unser Körper beispielsweise in der Menstruationsphase bis zu ungefähr, ist ein grober Richtwert, 300 Kalorien teilweise extra verbrennt durch innere Prozesse. Dadurch, dass man halt viel krampft oder dass der Körper halt innerlich arbeitet, haben wir einen höheren Kalorienverbrauch und den kann man natürlich dementsprechend auch auffüllen mit Fetten oder mit Kohlenhydraten. Damit fühlt man sich meistens besser als Frau, man hat weniger Druck und mit dem Wissen kann man natürlich sein Training auch ganz anders regulieren und ja, ganz andere Erfolge haben dann. Ja, so viel dazu erstmal, so ein kleiner Exkurs. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass Vitamine bzw. Hormone und Fette so eine gewisse, wir haben eben schon über Bindung gesprochen, ne? Diesmal sind wir jetzt nicht im Bereich der, ja, vielleicht dann auch chemischen Bindung. Erzähl doch mal ganz kurz, ich habe mir mal sagen lassen, eine Supermarktkette hatte irgendwie was mit zu tun. Was machen denn Fette mit uns auf Stoffwechselebene? Also was lösen die aus? Ja, Edeka waren wir gerade. Edeka. Ich glaube, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört, dass die Vitamine E, D, K und A sehr wichtig für uns sind und dass sie auch über die Fette aufgenommen werden. Also das ist jetzt nur grob einmal ein Konstrukt. Vielleicht kann Patrick euch da ja noch ein bisschen was Genaueres drüber erzählen. Aber soweit von mir. Ja, zu dem Thema kann man auch sagen, da kann man auch wieder den Zusammenhang zu dem ersten Webinar, zu den Mythen nochmal greifen, wo wir euch ja auch gesagt hatten und zu denjenigen, die jetzt zumindest nochmal wiederholt da sind, dass man halt eben zwingend nicht auf Fette meiden darf, weil die Fette einfach wirklich eine wichtige Funktion im Körper einnehmen, was Pia auch gerade schon berichtet hat, nicht nur aus Sicht der Frau, sondern grundsätzlich für den menschlichen Organismus, weil sie unter anderem ja auch für die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen sind, aber auch für die Hormonproduktion. Und das ist halt eben auch das, was häufig verbreitet ist, dass halt eben Fett macht Fett. Das hört man ja auch nicht selten. Und das ist halt eben schlichtweg nicht so, weil ein einzelner Makronährstoff, wie wir auch schon im letzten Webinar bei dem Kohlenhydratenfest dargestellt haben, ist halt eben nicht für die Gewichtszunahme zuständig, sondern halt das gesamte Konstrukt, sprich die Kalorienbilanz am Ende. So, und das, daraus den Trugschluss zu ziehen, dass man halt eben auch Fett meiden sollte oder Fett meiden sollte, weil es halt eben auch diese hohe Kaloriendichte hat, könnte halt eben auch nach hinten losgehen, also vor allem auch gesundheitlich, allein schon wegen der Hormonproduktion. Und da spielt auch wieder natürlich das Wohlbefinden mit rein. Also Fett hat eine fundamentale oder essentielle Rolle im Körper. Und ganz, ganz wichtig zu konsumieren, also nicht zu meiden. Das ist der Appell an dieser Stelle. Wir haben es ja eben auch schon mal gesagt, also gerade als Bestandteil essentiell sind vor allem diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weil sie eben auch bei der Zellerneuerung, bei der Zellmembran eine Riesenrolle spielen. Gerade also für die Leute, die Sport machen, ist natürlich dann vor allem sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Wir gehen da vielleicht nachher nochmal ins Detail und nehmen das Ganze nochmal, wir filetieren das, boah, ist das eine Überleitung, wir filetieren das nachher nochmal so ein bisschen. Worauf ich aber eben nochmal hinaus will, ist die Tatsache, dass ja vor allem Vitamin D die letzten Jahre sehr an Bedeutung gewonnen hat. Vitamin D, haben wir ja gerade gehört, ist eben ein fettlösliches Vitamin. Deswegen
Ja, vielleicht erzählt ihr noch mal ganz kurz. Also wie würdet ihr Vitamin D aufnehmen und wie macht es zum Beispiel gar keinen Sinn und warum macht vielleicht genau da in dem Kontext Stimmungsaufheller, Knochendichte, Fette Sinn, weil das quasi am Anfang der Kette steht? Also wie man es jetzt aufnehmen soll, Vitamin D? Oder? Ja, genau. Ja, also grundsätzlich, es geht ja für alle fettlöslichen Vitamine, dass es im Optimalfall so ist, dass man halt, wenn man halt eben fettlösliche Vitamine konsumiert, also halt quasi auch Gemüse, wie zum Beispiel Karotten, die halt eben auch Vitamin A enthalten, dann macht es halt schon Sinn, darauf zu achten, dass halt die Mahlzeit irgendwo auch einen bestimmten Fettgehalt hat, um die Aufnahme des Vitamins halt zu verbessern. Genauso sieht es auch beim Vitamin D3 aus, beziehungsweise Vitamin D. Vitamin 3 steht ja immer im Raum. Das ist quasi so nochmal so ein Abkömmling von der ganzen Geschichte. Na, auf jeden Fall ist es so, dass man auch dazu sagen kann, auch ganz wichtig, nicht zu vernachlässigen, dass die fettlöslichen Vitamine auch im Körper gespeichert werden können, wohingegen die wasserlöslichen, B12 etc. nicht gespeichert werden können, bis auf Ausnahmen für eine bestimmte Zeit. Und deswegen ist es da jetzt nicht so zwingend, also nicht so entscheidend, aber letztendlich kann man diese Aufnahme, wenn man zum Beispiel auch jetzt Vitamin D3 ergänzt, also als Supplementation, dann macht es schon mehr Sinn, da eben auf einen bestimmten Fettgehalt in der Nahrung zu achten, um halt die Aufnahme zu optimieren. Also man kann im Endeffekt einfach mehr rausholen, als wenn man es nicht macht. Also dann läuft man eher der Gefahr, dass vielleicht ein bestimmter Gehalt ist, der Aufnahme halt nicht wirklich verdaut wird, aufgenommen wird. Um das zu optimieren, sollte man halt schon entweder das neben einer Mahlzeit, also mit einer Mahlzeit konsumieren oder halt eben zusätzlich noch irgendwas Fettiges dazu essen. Okay. Es gibt ja oft das so, es gibt ja einen großen Hersteller, die hauen die als Tabletten raus. Wenn man die eben nimmt, also man stellt sich vor, Vitamin D arbeitet ja zusammen mit Calcium zum Beispiel in der Einlagerung im Knochen, gerade bei Frauen jetzt nochmal ein Thema, Osteoporose vielleicht, aber eben auch bei allen Kraftsportlern, weil der Knochen will ja eben genauso wachsen durch den Zug, den er ja durch das Krafttraining erlebt. Ist klar, ne? Muskel zieht sich zusammen, zieht über eine Sehne auf den Knochen. Also wenn ich Zug auf den Muskel bringe, bringe ich auch immer Zug auf den Knochen. Das jetzt nochmal für die alle zugucken, die jetzt sagen, hä, wieso, ich trainiere doch meine Muskeln, was haben die Knochen damit zu tun? Wenn ich jetzt zum Beispiel davon überzeugt bin, dass ich Vitamin D und Calcium in mir reinhaue und dann werden die Knochen dicker, schön und gut. Wenn aber in der vorigen Kette kein Vitamin D dabei ist, im Sinne von andersrum, wenn kein Fett vor dem Vitamin D dabei ist, kann das Vitamin D nicht aufgenommen werden. Entsprechend gibt es diese Synthese mit dem Calcium nicht und der Knochen kann nicht wachsen. Also auch da, wir wollen ja, jetzt nehmen wir mal dieses klassische Bodybuilder-Bild, wir wollen ja nicht Fette ansetzen. Wenn ich dann aber auf Fette verzichte, habe ich einen elementaren Fehler gemacht im Bereich meiner Ernährung. Also die rauszulassen wäre, darf man Bullshit sagen? Nee, darf man nicht. Also sage ich nicht Bullshit, aber es wäre schlecht. Ja. Das wäre schlecht. Also wirklich, also gesundheitlich von Nachteil, das kann man wirklich sagen. Deswegen auch immer vor allem, was sämtliche Diäten auch versprechen, dass man halt eben auf bestimmte Makronährstoffe verzichten muss. Also häufig fällt da noch der Begriff der Kohlenhydrate, wo man auch sagen kann, okay, es kann funktionieren, hat es nicht im Moment, also in dem Moment gesundheitliche Nachteile, aber bei dem Makronährstoff Fett sowie Proteine, die sollten immer einen festen Bestandteil der Ernährung darstellen, definitiv. Einfach wegen der genannten Faktoren und einfach auch wegen der vielen Wechselwirkungen. Also wenn man jetzt auf diesen Makronährstoff Fett eingeht, dann merkt man schon selber, dass einfach so viele andere Themen mit reinfließen, weil die alle so miteinander zusammenspielen. Und da merkt man auch, wie komplex auch der menschliche Organismus ist. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, verzicht einfach drauf. Okay. Du hast eben schon gesagt, gesundheitsbedenklich. Gesundheitsbedenklich ist ja vor allem das viszerale Fett. Jetzt steht dem gegenüber das subkutane Fett, dann haben wir das viszerale. Das hört sich ja schon wieder nach Fachchinesisch an. Vielleicht kannst du da nochmal eben so ein bisschen was zu sagen. Ja, da geht es um die Einlagerung im Körper. Subkutan übersetzt bedeutet einfach unter der Haut, sprich das subkutane Fett wird dann quasi direkt unter der Haut gelagert. Das ist ja auch das Fett, was die meisten von uns loswerden wollen wegen der Optik. Und das viszerale Fett, was gesundheitlich gesehen den deutlich schlimmeren Faktor darstellt, lagert sich quasi innerhalb des Körpers, quasi mehr oder weniger an den Organen fest. Das sieht man auch häufig bei vielen Menschen, die halt wirklich einen dicken Bauch haben, ganz salopp gesagt. Das ist häufig auch dadurch bedingt, dass sie auch einen hohen Anteil an viszeralem Fett haben. Und das führt dazu, kann man auch wirklich plakativ auch sagen, dass die Organe wortwörtlich verfetten. So, das heißt, sie werden schlechter versorgt, weil die Nährstoffe einfach schlechter rankommen. Also das kann man sich ganz einfach vorstellen, da steht eine riesen Wand vor, die Nährstoffe wollen da durch, blockieren aber. Und je höher der viszerale Fettanteil, desto schlechter die Nährstoffaufnahme und die Organe können halt eben nicht versorgt werden. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Also man kann sich vorstellen, man hat hier den geraden Bauchmuskel, hier hat man quasi die Haut, das Sixpack, was man ersichtlich haben möchte. Das ist hier das subkutane Fett und dahinter befindet sich das viszerale Fett. Also das sind so Schichten. Ja, und das ist dann häufig auch bei
wie auch Pia schon gesagt hatte, das ist auch natürlich bei, also nicht nur geschlechtsabhängig, aber man hat das häufig, dass man auch differenziert zwischen Mann und Frau, wenn man diese Apfelform, bei Männern häufig zu sehen, diese androide Form, die halt eben dann diesen ja, sogenannten klassischen Bierbauch darstellt, und halt die ginoide Form, diese Birnenform, dass sich das Fett halt eben an den Hüften anlagert. Und das ist halt tatsächlich gesundheitlich eher unbedenklicher als das viszerale Fett am Bauch. Also da kann man tatsächlich schon wissenschaftlich sagen, okay, das ist deutlich schlimmer. Und das ist immer schon das erste Indiz dafür, dass man halt dringend was tun muss, um halt auch einfach wirklich den Körper wieder intakt zu bringen. Also gerade so Männer, ich sag jetzt mal, typischerweise so ab 40, die sich auf die Plauze hauen, sollte auf jeden Fall verboten werden, höre ich daraus. Also ja, viszerales Fett ist quasi wie ein Türsteher, der nichts reinlässt und den man nicht bezahlen sollte, ne? Ja, das okay. Trifft. Richtig. Ja. Aber das ist leider fest verankert in der Gesellschaft und es wird auch als normal angesehen und leider ja, resultieren daraus auch wiederum sehr viele Krankheiten und das ist ja nicht so selten, leider. Jetzt habe ich mal gehört, dass vor allem aber auch die Fette killen. Also im Sinne von, ich kann mit einem bestimmten Anteil von Fettsäuren, kann ich ja zum Beispiel auch das viszerale Fettgewebe positiv beeinflussen. Also bestenfalls würde man das, glaube ich, durch eine sehr bunte Gemüsepackung, die ich mir jeden Tag auf den Teller schmeiße, würde ich es wegkriegen. Aber eben auch mit einem bestimmten Verhältnis der Omega-Fettsäuren. Vielleicht können wir da nochmal weitermachen. Also vielleicht, wir fangen nochmal oben an. Wir haben die gesättigten Fettsäuren, dann haben wir die einfach ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten und die Omega-3, das spielt sich jetzt im dritten Chapter ab, ne? Ja, man kann ja grundsätzlich sagen, also wie du auch schon gerade nochmal wiederholt hast, einfach und mehrfach ungesättigte, man kann es auch zusammenfassen zwischen gesättigt und ungesättigte, das ist ein bisschen überschaubarer. Und dazu kann man sagen, dass halt, wie auch häufig jetzt im Raum steht, Omega-3-Fettsäuren sind ja sehr im Trend, auch, also gut, dass es auch so ist, weil sie halt eben ja, eine wertvolle Funktion für den Körper haben, essentiell sind und auch ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran darstellen und dementsprechend auch für die Gesundheit, für den menschlichen Körper verantwortlich sind. Und Omega-3-Fettsäuren, ja, ist natürlich auch wieder chemisch gesehen eine ganz andere Struktur. Darauf brauchen wir jetzt auch gar nicht eingehen. Aber letztendlich, ja, mir würde jetzt sich die Frage stellen, okay, wo kriege ich zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren her? Häufig, also natürlich nicht nur in tierischen Produkten, aber auch in pflanzlichen Produkten. Häufig fällt dann auch Fisch im Begriff. Hattest du ja vorhin schon die Überleitung gesagt oder gebracht, eher gesagt. Und ja. Viele Tiere. Das war schlecht. Ja, ich erinnere mich, das ist hängen geblieben. Ja, und Omega-3-Fettsäuren, ja, wenn man das zusammenfassen möchte, was für eine Wirkung haben die eigentlich im Körper? Also sind Bestandteile bestimmter Zellmembran etc. Aber wenn man das zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend im Körper wirken. Und das klingt ja schon mal gut. So, und auf der anderen Seite hat man wieder entzündungsfördernde Prozesse, die auch abhängig davon sind, vom Lebensstil, von Ernährung etc. Und leider ist es auch heutzutage so, dass die entzündungsfördernden Prozesse im menschlichen Organismus, vor allem in Deutschland, insbesondere oder in der westlichen Welt, kann man nicht sagen, überwiegen. So, und wenn man das mal ins Verhältnis setzen möchte, gibt es ja immer dieses Verhältnis, vielleicht hat das so der eine oder andere schon mal gehört. Ja, dafür sind ja aber für die entzündungsfördernden Sachen sind da wiederum die Omega-6-Fettsäuren zuständig, richtig? Richtig, ja. Und, also das heißt, zusammen 3 und 6, die stehen sich genauso gegenüber, dass das eine im Prinzip fördert die Entzündung und das andere lindert. Jetzt will ich ja als Pumper, sagen wir, ich will ja die Entzündung raus haben aus dem Körper, oder nicht? Ja, da sollte ich dafür sorgen, dass ich die Omega-6-haltigen oder die entzündungsfördernden Lebensmittel quasi reduziere und die Omega-3-reichhaltigen Lebensmittel quasi erhöhe, sodass man da auf ein optimales Level kommt. Ein optimales Level ist in der Regel 1:1. Und das ist heutzutage tatsächlich, ja, was heißt schwierig? Also je nachdem, wie man sich halt ernährt. Wenn man halt darauf achtet, klar, kann man es hinkriegen, aber letztendlich... Ich selber empfehle tatsächlich immer eine Omega-3-Supplementation, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, weil man einfach nur Vorteile dadurch hat. Der einzige Nachteil im ersten Moment ist vielleicht der Geldbeutel, wo man sich denkt, oh, ist es das wirklich wert? Aber man tut es für seine Gesundheit und letztendlich, ob ich jetzt die 20 Euro für Zigaretten ausgebe oder halt eben für Omega-3, ganz salopp, ja, muss man mal gegenüberstellen, dann sollte es einem schon wert sein, dass man da wirklich in Omega-3 ja, Kapseln in der Regel halt wirklich investiert und was für seine Gesundheit tut, um halt eben entzündungshemmende Prozesse im Körper zu unterstützen. Ja. Okay, also in Deutschland habe ich gehört, ist es so, dass auf eine Omega-3-Fettsäure 25 Omega-6-Fettsäure kommen. Ja. Nur damit man mal weiß, in welchem Verhältnis wir also entzündungshemmend und entzündungsfördernd uns ernähren. Also im Mittel, das kann bei jedem dann mal ein bisschen anders aussehen.
Aber so scheint es der Fall zu sein. Jetzt muss man natürlich auch sagen, entzündungsfördernd ist nicht immer schlecht. Weil wenn ich zum Beispiel Training mache, dann will ich ja eine Entzündung hervorrufen. Wenn ich mir jetzt beim Kochen in den Finger schneide, dann will ich ja erstmal eine Entzündung, damit eine Reaktion meines Körpers entsteht. Das Problem ist einfach nur dieses krasse Disverhältnis oder dieses Missverhältnis. Ich will ja nicht irgendwelche neuen Wörter hier erfinden. Was da eben im Gange sitzt. Ne? Welche Lebensmittel sollte ich denn jetzt konkret meiden und auf welche sollte ich setzen? Und was wäre jetzt vielleicht noch mal so ein Punkt, dass ich sage 25:1, wie kriege ich das denn hin? Ja, wir hatten ja also das 1:1, so war deine Empfehlung, dass ich das runterbreche. Wir hatten ja vor 2 Wochen das Thema Kohlenhydrate und da hatten wir auch teilweise, ganz kurz erwähnt, also das Thema Omega-6 erwähnt, weil Backwaren unter anderem auch sehr Omega-6-haltig sein können, je nachdem, was man da genau konsumiert. Aber in der Regel sind Backwaren halt eben auch sehr Omega-6-haltig oder auch Haferflocken zum Beispiel auch einen sehr hohen Anteil an Omega-6. Und wir Deutschen sind halt eben auch die typische Nation für Backwaren und das ist halt so das größte Problem in der Hinsicht. Was halt natürlich wieder nicht heißt, dass man das meiden muss, aber es kommt auf die Dosis an, wie in allen anderen Dingen auch in der Ernährung. Deswegen sollte man eher vielleicht da mal schauen, okay, welche Lebensmittel, die vor allem kohlenhydratreich, konsumiere ich und sind da auch wirklich viele Omega-6-Fettsäuren enthalten und dann kann ich den Konsum ja etwas reduzieren und dann wiederum hingegen den Omega-3-Konsum halt unterstützen, indem ich supplementiere oder halt eben auch Fisch etc. noch ergänze. Oder für die pflanzliche Ernährung, also jetzt zum Beispiel die Vegetarier oder Veganer, dass man dann halt schaut, okay, klassischerweise Chiasamen, Leinsamen, Leinöl, solche Geschichten, dass man da halt eben auch schaut, Walnüsse. Ja. Ja. Okay. Also haben wir im Prinzip so eine Zwickmühle. Ne? Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt 25:1 habe, dann könnte ich ja 24 Omega-3 reinfeuern und schon ist das Ganze wieder ausgetriggert. Das Problem ist aber ja einfach, wir haben jetzt vorhin gehört, wenn ich 1 Gramm Fett in meinen Körper schraube, dann habe ich im Prinzip 9 Kalorien aufgenommen. Das heißt, wenn ich das so sehe, dann habe ich gar kein Problem mehr mit entzündungsfördernd oder entzündungshemmend, sondern einfach ein Problem mit meinem gesamten Kaloriebedarf. Könnte in die Hose gehen, ne? Okay. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass im Prinzip die gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren vor allem die sind, die für die Energiegewinnung dastehen. Und diese mehrfach ungesättigten, die eben mehr von diesen Doppelbindungen innerhalb dieser Kohlenstoffe verfügen, diese Doppelbindungen scheinen ja irgendwie eine Funktion zu haben, dass sie mehr so als Baumaterial gelten. Und deswegen kommt ja so aus den 60er, 70er Jahren noch dieser Trend zu sagen, esst mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Jetzt gibt es ja den Punkt, deswegen jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, mit den pflanzlichen Ölen zum Braten, gibt es ja immer noch viele, die sagen, oh, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Sonnenblumenöl, der Oberknaller. Warum würdest du jetzt gerade im Kontext Omega-6-Fettsäuren vielleicht sagen, den Konsum würde ich vielleicht mal überdenken? Ja, wie du schon gesagt hast, also jetzt im Kontext Omega-6-Fettsäuren, die sind ja auch dort enthalten tatsächlich, nicht nur Omega-3, sondern auch Omega-6. Und es kommt darauf an, wie man es halt eben auch anwendet. Wenn wir schon wieder beim Thema Braten sind oder auch häufig, wo es angewendet wird, weil es auch günstig ist, ist natürlich beim Frittieren. So, und durch diesen Prozess entstehen halt eben diese Transfette und deswegen würde ich da eher drauf meiden. Oder da das meiden. So. Ja, also ich wollte nur noch mal ganz genau darauf hinaus, dass man sagt, hey, mehrfach ungesättigt hört sich erstmal gut an, ist per se irgendwie immer noch gedanklich der Goldstandard, aber man muss unterscheiden, das steht da eben nicht drin, ist es eben eher Omega-6 oder Omega-3. Und wenn ich sage, ach, mehrfach ungesättigte, gib mir mal einen Liter Sonnenblumenöl, dann mache ich nicht aus 25:1, mache ich dann eher vielleicht noch 35:1. Und das wird, wie du das nochmal gesagt hast, genau, das ist ja ein Punkt, der auch nicht direkt ersichtlich wird. Und das Gleiche hatten wir auch vor 2 Wochen thematisiert mit dem Zucker. Auch da steht zwar ein Gehalt auf der Packung, aber letztendlich kann man immer noch nicht genau sagen, was wirklich wie viel von wem drin ist, wie viel Fructose, wie viel Laktose etc. Das wird auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Und deswegen wäre es natürlich ein Trugschluss, da hast du vollkommen recht, zu sagen, okay, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die sind in dem Sonnenblumenöl drin, dann esse ich das wie verrückt oder trinke es im schlimmsten Fall sogar noch. Da hast du vollkommen recht, klar, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, und das Gute ist halt, dass man sich natürlich dann, klar, schade, dass es halt nicht direkt auf den Verpackungen ersichtlich wird, aber durch das Internet hat man ja viele Möglichkeiten, halt eben auch nochmal nachzuschauen, okay, was ist wirklich wie viel da drin, vor allem zum Thema Omega-3 und Omega-6 gibt es ja seit 1-2 Jahren sehr, sehr viel auch Wissenschaftliches, die auch wirklich klar und deutlich dann auch diesen Weg auch beschreiben. Finde ich gut. Also das ist immer noch so ein Ding, das sollte man vielleicht nochmal explizit so sagen. Lesen. Lesen. Lesen, 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 lesen.
lest euch schlau. Also es bringt nichts, diese Nährwerttabellen sind ein unfassbar anstrengendes Konstrukt. Das Problem ist, das ist so lange anstrengend, bis man sich die ersten 50 Nährwerttabellen reingezogen hat. Und wenn man dann merkt, dass es funktioniert, ist es gar nicht mehr so schlimm. Der Weg dahin ist ein bisschen anstrengend. Wenn man es erstmal begriffen hat, ist es super. Also lesen, lesen, lesen. Nicht mit irgendwas zufrieden geben, was wir vielleicht auch hier jetzt hier so sagen. Wobei ich sagen würde, dass das schon sehr fundiert ist, was hier gerade darum kam. Lesen, lesen, lesen ist nochmal ganz gut. Nochmal? Es ist auf jeden Fall filetiertes Wissen. Also schon. Den kriege ich noch ein paar Mal um die Ohren gehauen jetzt. Ich glaube, das könnte ein Running Gag werden. Gefällt mir aber jetzt schon. Ja. Nehmen wir die Überleitung doch gleich wieder. Bestimmte Ketten lassen sich ja bei Fetten besser verdauen. Und vor allem Kokosfett spielt ja eine große Rolle, wo wir gerade beim Braten waren. In welchem Vorkommen haben wir denn überhaupt Fettsäuren? Also in welchem Vorkommen? Also jetzt in Bezug auf die Ketten? Genau. Also das macht das natürlich wieder ein bisschen komplexer und komplizierter, aber auf den ersten Blick. Man unterscheidet nochmal. Kann ich mal in die zweite Stufe gehen hier? Die Kette, ja, genau. Also die chemische Aufbau, wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht, unterscheidet man nochmal in kurz-, mittel- und langfristige Ketten. Ganz einfach ausgedrückt, also je kürzer die Kette, chemische Kette, desto eher dann halt die Kurzkette. Ich glaube, bis zu 6 Kohlenstoffatomen sind, glaube ich, kurzkettige, dann bis zu 12, glaube ich, mittel und ab 12 sind dann langkettige. Und in der Ernährung sind tatsächlich überwiegend, also in der westlichen Ernährung primär halt eben langkettige Fettsäuren auch vertreten. Und ja, je kürzer die Kette, desto auch einfacher ist es zu verdauen. Ganz einfach ausgedrückt, weil der Körper halt weniger Arbeit verrichten muss. Das ist nämlich das Coole bei den Kokosfetten. Die haben nämlich als relativ einzigiges Merkmal mittelkettige Fettsäuren. Und die sind echt gut und einfach zu verarbeiten. Also es ist im Prinzip bei den Kohlenhydraten. Je länger die Kette, also je länger der Zug, desto mehr Stress habe ich irgendwie beim Entladen der Fracht, die vielleicht auf diesem Zug ist. Je kürzer der Zug, desto weniger Ladung. Und ich habe früher Feierabend. Ne? Ja. Kann man vielleicht so stehen lassen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Filetieren gesprochen und vielleicht kommt jetzt auch vielen, die jetzt hier gerade zuhören, so dieses Thema Seaspiracy, eine Dokumentation auf Netflix, die sich um den Konsum von Fisch, ja, aber vielmehr eigentlich um die industrialisierte, um die Jagdgründe um Fisch beschäftigt und mal so das ein oder andere aufzeigt. Also wir müssen vielleicht nochmal so ein bisschen gucken, wenn wir uns tierische Produkte anschauen und sagen, per se, Lachs enthält viel Omega-3, dann gibt es das so ein bisschen zu hinterfragen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für das Rind, was auf der Weide versus im Käfig steht. Richtig. Richtig, ja. Ja, auf den ersten Blick, man kennt halt die Daten und sagt, okay, gut, Lachs hat halt eben viel Omega-3, aber wie du schon sagtest, es kommt darauf an, wie der halt eben gezüchtet wurde, ob er gezüchtet wurde. Also darauf kommt es auch stark drauf an, genau wie bei dem Fleisch, halt beim Rind. Wenn es halt viel Auslauf hat und auch dieses Siegel verdient hat, Bio, dann kann man eher darauf schließen, dass dort auch wirklich ein gewisser Nährstoffgehalt drin ist. So, das heißt jetzt nicht, dass auch die Produkte, die wir im Supermarkt halt eben auch kaufen können, die ganzen verarbeiteten Produkte, dass die per se keine Nährstoffe haben. So ist es auch nicht, weil wir vor allem in Europa haben eine strenge Behörde, die das auch wirklich kontrolliert. Aber nichtsdestotrotz kann man auch wirklich sagen, dass dann halt eben vor allem bei Zucht, Lachs etc. meistens dann leider nicht so das drin ist, was man sich eben erhofft. Und da sollte man auch schon natürlich gucken, welche Quelle man da heranzieht und vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro mehr ausgeben, um auch sicher zu gehen, dass man da halt eben eine adäquate Quelle diesbezüglich hat. Ja. Definitiv, ja. Okay, man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, weil ich sag mal so, DNA-technisch ist uns das Rindvieh relativ nah. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt den ganzen Tag auf der Couch, man haut nur Mist in sich rein, bewegt sich kein Stück, dann ändert sich die Körperzusammensetzung eher so, dass wir natürlich viszerales Fett, also schlechte Fette am Körper sammeln. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sich super ernährt, der sich draußen bewegt, der in der frischen Luft ist, der wird natürlich per se eine bessere Körperzusammensetzung haben. Und so können wir das eigentlich unterscheiden mit den Rindern. Und entsprechend, wenn wir natürlich ein Bio-Rind verzehren, haben wir natürlich auch entsprechend die besseren Fettsäuren, als wenn wir uns die Viecher mit, muss man ja wirklich so sagen, das ist ja dann ein Produkt, nichts anderes ist das ja dann leider, was eben aus dem Stall quasi wie gepresst dann gezüchtet wird. Pierre, du hast den Film Seaspiracy gesehen, zumindest so ein bisschen. Worum geht es da und warum sollten wir vielleicht das ganze Fischthema vielleicht so ein bisschen hinterfragen? Ist so eine Sache. Also ich glaube, viele haben diese Doku auf Netflix schon gesehen. Ich habe sie auch
schon geschaut und muss sagen, manche Dinge sind gut, dass sie dort nochmal beleuchtet worden sind, gerade in Bezug auf Umweltverschmutzung und Müll, Müllproduktion auch von den Fischern selber, die dann irgendwelche Netze halt vergessen oder verlieren oder keine Ahnung. Das ist natürlich eine Sache, wo man vorher vielleicht nicht unbedingt viel Wert drauf gelegt hat oder nicht wirklich gesehen hat. Allerdings ja mit dem Fischfang ist so eine Sache, da wurde ja auch noch viel über diese Siegelgeschichte geredet, mit delfinfreundlich oder auch nicht. Und es ging viel um Thunfisch. Thunfisch ist ja auch eine schöne beliebte Eiweißquelle bei Fitnessliebhabern. Und dementsprechend wurde da viel. Dann Omega-3, ne? Ja, genau. Leider, ja. Sind wir wieder bei dem Thema, ne? Und da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, denn da wurde nämlich oft gesagt in der Doku, man muss den Fisch nicht konsumieren, wenn man an das Omega-3 ran möchte, sondern man sollte direkt an die Alge gehen, weil der Fisch macht ja nichts anderes, als die Alge auch zu essen. Und da ist nochmal natürlich eine Unterscheidung zwischen, wie gut nehmen wir das eigentlich auf? Würden wir die Alge denn so vollständig aufnehmen, wie wir die tierische Quelle zum Beispiel aufnehmen können? Und da muss man auch wieder unterscheiden. Für manch einen mag das wahrscheinlich der Weg sein. Für manch einer fühlt sich da wohler, wenn er sagt, ich verzichte dann lieber komplett auf Fisch. Aber der menschliche Körper kann halt diese Quelle aus dem Omega-3 von dem Fisch sehr gut weiterverarbeiten und aufnehmen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu wissen, dass man halt dann eher auf die Qualität achtet, statt zu sagen, ich verzichte komplett drauf. Und dass das im Vordergrund stehen sollte. Nicht, dass man halt überkonsumiert oder halt die falschen Sachen konsumiert. Meiner Meinung nach. Finde ich ein sehr gutes Statement. Also ich glaube, rein ökologisch betrachtet könnte man ja sagen, wie viel Gramm Alge braucht ein Lachs, um 100 Gramm an Gewicht zuzunehmen? Da muss man sagen, okay, aus den kiloweise Alge, die man da verzehren müsste als Lachs, ich war selten Lachs, aber ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzudenken, könnte man natürlich sagen, okay, wenn das nicht so gut aufgenommen wird, futter ich einfach mehr Algen, um entsprechend mehr Omega-3 aufzunehmen. Aber dieses Ding, dieses ich futter jetzt einfach mal mehr, das machen wir sowieso im Alltag viel zu viel. Dann lieber mal zu fragen, wo die Quelle herkommt, die wir dazu beziehen und dann nicht den größten Rotz zu nehmen und dann einfach mal auf Qualität zu achten, finde ich nochmal gut, dass du es unterstreichst. Ja, es ist schon, also abseits jetzt vom Fett, ist es schon krass, dass man sich schon schlechtes Gewissen macht, während man, ihr kennt das, wenn ihr dieses Siegel bei der Zahnpasta abmacht. Ja. Und man guckt sich die Zähne auf einmal, scheiße, ist dieses Siegel quasi in den Abfluss reingerutscht. Man hat schon schlechtes Gewissen, man denkt, man, das kann nicht sein, ich trenne den Müll und dann schmeiße ich sowas quasi in den Abfluss rein. Geht ja nicht. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass der Abfluss verstopft, sondern dass man einfach das Ecosystem irgendwie so ein bisschen crasht. Also die haben ja wirklich davon gesprochen, dass man sagt, das Plastik, was wir Menschen produzieren, ist gar nicht so schlimm, sondern irgendwie Richtung fast 50% des Plastiks, was im Meer schwimmt, ist von der industriellen Fischerei. Das ist schon ein Statement. Ja. Also das ist schon eine Zahl, mit der hätte wohl auch keiner gerechnet. Will auch irgendwie keiner. Crazy. Also wenn das denn so stimmt, was sie da so sagen, dann kann man sich wieder vorstellen, okay, das ganze Plastik, was da rumschwirrt, und dann zeigen sie ja mal so Bilder von Delfinen, die das futtern, und Wale, die das am Bauch haben. Und ganz schlimm finde ich immer dann damit triggern die mich auch immer, dann zeigen sie so Schildkröten, die in so einer Cola, kennt ihr diese Ringe, wo die Cola-Trays drin sind, wo die dann das so in den Bauch haben und dann so trotzdem 10 Jahre älter werden und dann so eine 8 bilden mit dem ganzen Körper. Mhm. Böse. Man muss aber auch da vielleicht nochmal ganz, ganz explizit, Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Nee, alles gut. Ich wollte nur nachher nochmal was einwerfen, was wir bis jetzt noch gar nicht thematisiert haben, was aber noch ganz wichtig ist. Ja, ich wollte jetzt mal vielleicht an das Netflix-Thema auch nochmal einen Haken machen, weil gerade diese Dokumentation Game Changer hat ja auch dazu geführt, dass es so einen immensen Rush in Richtung Vegan gab. Und man darf nicht vergessen, Netflix ist ein Unterhaltungsmedium und die sind nur daran interessiert, zu unterhalten, nicht uns weiterzubilden, sondern die Klicks zählen. Völlig egal, welcher Inhalt da transportiert wird. Und ich sag mal so, jeder, der Seaspiracy gesehen hat und sagen würde, ey, Christopher, was erzählst du da? Wenn nur 60% von dem, was da erzählt wird, wahr ist, esse ich nie wieder Fisch, dann hilft das zumindest, über den Konsum nachzudenken. Aber man darf auch immer, ich habe vorhin gesagt, lesen, 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 immer nochmal die Quellen hinterfragen, die man sich so reinzieht. Gerade wenn sie vom ProSieben des Online-Demands, wie sagt man, des On-Demand-Streamings herkommen. Ja. Also wie gesagt, wenn nur 60% von dem, was da drin ist, war es, unterschreibe ich das sofort, aber es gibt auch nachhaltige Fischerei, und wenn man, ich würde jetzt einfach behaupten, wenn man so aus Norwegen, aus so einem
relativ teuren Lachsresort dann einen Omega-3-Nährstoff sich zieht und das fläschchenweise sich dann portioniert zu Hause in den Schrank stellt, dann ist das vertretbar. Punkt. Ja, das ist, glaube ich, bei allen Sachen so, die man isst. Also das kann man jetzt auf alle Lebensmittel gut pauschalisieren, dass man da halt viel Wert drauf legen sollte, woher das kommt, was man da konsumiert, weil man halt auch regelmäßig die Sachen meistens konsumiert und immer die gleichen Sachen einkauft. Und dass es ja auch für einen selbst nochmal eine Steigerung in der Lebensqualität ist, wenn man halt vernünftige Produkte hat. Egal in welche Richtung, ob jetzt Fisch oder Fleisch oder sonstige Lebensmittel. Ne? Dass man sich das selber wert ist, in seinen Körper zu investieren, sagen wir so. Ja, gut gesagt. Ja. Du hast eben noch mal gesagt, du hast ja noch ein Thema, auf das du auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen würdest. Cholesterin, jetzt habe ich geguckt heute. Ja, genau, es ist genau Cholesterin. Ja, ich wollte nur ansprechen, dass wir das nochmal beleuchten. Habe ich abgesprochen gerade? Das habe ich mich auch noch auf dem Zettel. Haben wir das angesprochen? Nee, aber vorher abgesprochen, ja. Als wenn Sabine jetzt gerade das Cholesterinschild in der Hand hätte. Ja, also gerade die gesättigten Fettsäuren soll man nicht essen, weil gesättigte Fettsäuren führen dazu, dass der Cholesterinspiegel unters Dach jagt. Und das ist ganz schlecht, weil das führt nämlich zu Arteriosklerose, also zu diesen Plaques in den Gefäßen. Die machen das Gewebe oder das Gefäß dicht und dann habe ich sofort einen Herzinfarkt. Stimmt das? Nein. Nein. Das ist eine einfache Antwort. Ja, ich würde sagen, nein. Nein, also das ist ja auch ein Thema, was wir auch schon im Webinar mit den Mythen aufgerissen haben. Also letztendlich, wenn der Organismus funktioniert, dann gleicht der Körper auch das Verhältnis aus. Man sagt ja immer LDL, HDL, Cholesterin. Auch da gibt es ein Verhältnis über den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Und der Körper ist in der Lage, das immer permanent auszugleichen. Also wenn man zum Beispiel jetzt cholesterinhaltige Lebensmittel konsumiert, wie auch Eier zum Beispiel, die halt eben zum Beispiel HDL zum Beispiel sehr viel haben, gleicht der Körper das wiederum aus. Also das Verhältnis wird immer ausgeglichen und letztendlich hat das Cholesterin auch eine bestimmte Funktion im Körper, beziehungsweise mehrere Funktionen, Hormonproduktion oder auch den Transport von bestimmten Nährstoffen, unter anderem ja auch die Fetttröpfchen, die aus den Fetten durch die Verdauung gewonnen werden. Also es bringen halt eben wichtige Nährstoffe von A nach B. Dementsprechend sollte man sich da auch keine Sorgen machen. Also die haben ihre Berechtigung im Körper, eine ganz wichtige Funktion sogar. Und dementsprechend ist das, was damals gesagt wurde, ja, reiner Humbug, kann man wirklich so darstellen. Also da sollte man keine Angst haben und jetzt auch nicht aufgrund dessen zum Beispiel so wertvolle Lebensmittel wie Eier meiden, nur weil da halt eben Cholesterin enthalten ist, was ja unserem Körper sogar gut tut in dem Zusammenhang. Genau. Vielleicht nochmal, um das zu erklären, ich weiß nicht, ob du das eben gemacht hast, HDL und LDL-Cholesterin sind ja, wie du auch schon gesagt hast, natürlich unterschiedlich und haben unterschiedliche Funktionen. Um sich das vielleicht ein bisschen besser vorzustellen, gibt es diese schöne Eselsbrücke bei HDL, heißt hab dich lieb. Dementsprechend ist das eher positiv, genau, und bei LDL wäre das lass das lieber, also vielleicht eher geringere Maßen davon dann zu sich zu nehmen. Wenn der Körper dahingehend auf jeden Fall nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ja. Genau. Das ist ganz interessant, vor allem, weil ihr das nochmal sagtet. Also Cholesterine werden ja auch unter anderem durch diese Lipoproteine dann transportiert durch den Körper. Da habe ich mir ich habe durch diese Recherche ein bisschen was gelernt, da habe ich mir vorher niemals Gedanken drum gemacht. Ich weiß nicht, wer von denen, die jetzt hier auch gerade zuhören, schon mal einen Bulletproof Coffee zu sich genommen haben. Bulletproof Coffee ist im Prinzip Butter mit MCT-Öl und einem Schluck Kaffee, alles zusammengemixt, das wird dann immer so zum cremigen, beigen Brei, den feuere ich mir rein, um dem Körper zu suggerieren, hey, verbrauch doch mal Fette. So, also so quasi von außen zugeführt, damit der Körper von drinnen merkt, okay, ich habe jetzt nichts anderes als Fette, also verstoffwechsel ich das Ganze wieder. Ich finde das so witzig, dass ich mir nie Gedanken darum gemacht habe, dass wenn ich MCT-Öl oder generell irgendwo einen Öltropfen irgendwie auf ein Wasser gepackt habe, dass der ja darauf schwimmt. Dass das gar nicht sein kann, dass also irgendwie eine Hülle drumherum sein muss, damit dieses Fetttröpfchen durch unseren Körper wandern kann. Finde ich hochinteressant. Und dass aber vor allem diese Lipoproteine mit eben diesen Cholesterin dazu führen können, dass die Gefäße angegriffen werden. Was ich aber hochinteressant finde, und das sollten wir da vielleicht auch nochmal deutlich erwähnen, dass egal wie viel Cholesterin ich mir von außen reinfeuere, und damit meine ich wirklich bis zu 20 Eier am Tag, es hat keinen Einfluss auf die Entzündungswerte in den Blutgefäßen. Ne? Ja, tatsächlich, ja. Könnte nicht nachgewiesen werden. Ja.
Das ist ja in vielen Dingen. Also es gibt ja immer, es wird ja immer so dargestellt, als wäre eine Sache, ein Nährstoff für etwas verantwortlich. Ist ja, ja, genau wie mit hohem Blutdruck und Salz. Salz ist halt der Teufel in dem Zusammenhang. Aber wissenschaftlich gesehen konnte das noch niemand beweisen. Und so ist es halt nicht. Das hat eben andere Gründe, die im Zusammenhang betrachtet werden müssen. Und genauso ist es halt eben auch beim Cholesterin. Und da wäre es einfach zu schade, wie wir schon gesagt haben, auf solche Lebensmittel zu verzichten. Und da spielen ganz andere Werte eine wichtige Rolle, vor allem bei der ja, Blutgefäßgesundheit, also zum Beispiel Triglyceride etc., Blutfettwerte übersetzt etc. Also da gibt's, das ist auch wieder ein Komplex und deswegen wäre es einfach zu schade, da wirklich zu pauschalisieren. Aber gehen wir da vielleicht nochmal auf das Thema so ein bisschen ein. Also das ist ja im Prinzip ein Konstrukt, was aus den 60er, 70ern kommt. Also die Studien, die gesagt haben, boah, gesättigte Fettsäuren, vergiss das, Fette generell schlecht, weil Cholesterin hoch, Entzündung, boah, Körper, nee, funktioniert nicht so richtig. Und dann hat man aber nachher gemerkt, dass vor allem dieses Konstrukt aus Insulinunverträglichkeit, also andersrum, ja doch, im Prinzip können wir es Insulinunverträglichkeit nennen, dass das dazu führt, dass man nachher auch einen schlechten Fettstoffwechsel bekommt, weil man einfach einen völligen Overload an schlechten Kohlenhydraten hat. Aber was würdest du jetzt sagen für jemanden, der, du hast es gerade schon angesprochen, eine hohe Triglyceride, also einen hohen Blutfettwert hat, wie kriegt er die denn da jetzt wieder raus? Hat das was mit den Fetten zu tun oder habe ich da vielleicht viel bessere Ansatzpunkte? Ja, grundsätzlich mal die komplette Ernährung zu beleuchten, zu schauen, okay, wie ernähre ich mich eigentlich, wie ist meine körperliche Verfassung, habe ich starkes Übergewicht, dann wäre natürlich die erste Anlaufstelle zu sagen, okay, dann erstmal das Übergewicht abwerfen und halt eben das Übergewicht definitiv, also die körperliche Verfassung kann man als ersten Punkt mal nehmen. Und das zweite Entscheidende ist natürlich auch die Ernährung. Und da kann man auch nochmal vielleicht so einen kleinen Schwenk zurück machen zum Thema viszerales Fett. Das wird häufig immer damit assoziiert, dass man halt eben halt starkes Übergewicht hat. Aber tatsächlich ist es auch so, dass auch dürre Menschen halt auch einen hohen viszeralen Fettanteil haben können, wenn sie sich halt wirklich unausgewogen ernähren. Also jemand, der wirklich jetzt zum Beispiel sehr dünn ist und nach außen athletisch sportlich wirkt, muss vom Körper her nicht gesund sein. Also es ist ja auch ein Trugschluss zu sagen, nur weil er halt eben guten Körperbau hat, dass er auch gesund ist. Also auch da spielt natürlich die Ernährung eine wichtige Rolle. Also das ist jetzt kein Freifahrtschein, sich irgendwie alles reinholen zu dürfen und auf die wichtigen Vitamine, wie zum Beispiel halt eben die fettlöslichen zu diese zu meiden oder zu verzichten, eher gesagt, das wäre natürlich ein Trugschluss. Und deswegen, also die körperliche... Also wir halten fest, also bunt ernähren, vielleicht mehr den Magen voll machen mit Gemüse und Co., aber den Punkt, den wir überhaupt noch nicht besprochen haben hier, wir haben die ganze Zeit über Energiegewinnung gesprochen, wie werde ich denn die Energie am besten wieder los? Ja, Bewegung und Kaloriendefizit. Langfristig, also je nachdem, wenn man Energie loswerden möchte, indem man halt eben Körpergewicht reduzieren möchte, sprich natürlich Energiedefizit, aber halt natürlich grundlegend durch Bewegung. Also ich brauche ja Energie, um mich zu bewegen. Und damit kann ich halt überschüssiges Fett halt eben abbauen langfristig, ja. Vor allem gerade, wenn ich mir so Nachbrenneffekte, also gerade wenn ich mir die Kalorien angucke, aber natürlich eben auch, wir haben ja gerade gelernt, Fette werden eben auch zur Energiegewinnung genutzt. Dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich vor allem Zug auf den Muskel bringe. Also Krafttraining, hochintensives Training. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein paar Burpees machen, sondern damit meine ich an die Geräte und schweres Training. Ja. Da haben wir uns im Eingang nochmal drüber unterhalten, da hatte ich ja diesen kleinen Disput mit Markus. Hochintensives Training heißt ja für viele immer, ich gehe einfach an die Reizgrenze. Ich kann nicht mehr, also habe ich ein intensives Training gemacht. In der Sportwissenschaft spricht man aber von Intensität, also von hoher Intensität, wenn ich mich nah an meinem Maximum, also das heißt, wenn ich zum Beispiel 100 Kilo Bankdrücken machen kann, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei 80, 90 Kilo bewege, ist das schon recht intensiv. Aber wenn ich mich bei 95 Kilo bewege, dann bin ich quasi 5% an meinem Max dran, dann habe ich eine hohe Intensität. Völlig egal, ob ich mich jetzt ich den Muskel jetzt völlig platt mache und mich komplett ausschöpfe, kann man das so nennen? Also erschöpfe ist das Wort, was ich gesucht habe, ist das nochmal ganz interessant und wichtig, hochintensives Training mal zu betreiben. Ich habe eigentlich gedacht, wir gehen da nicht mehr drauf, weil man diese Begrifflichkeiten, die vielleicht so ein bisschen verstören können, aber in dem Kontext macht das vielleicht nochmal Sinn, genau das nochmal aufzugreifen. Tatsächlich, ja. Ja. Wie handhabt ihr das? Also wenn ihr jetzt euren Kühlschrank anguckt, um jetzt nochmal vielleicht auch so den Bogen so ein bisschen zu spannen und den Leuten nochmal so ein bisschen mitzugeben, was lassen, was machen und was macht ihr, damit an eurem Organismus alles stimmt? Also Sport macht ihr beide sich? Ja, gelegentlich.
gelegentlich. Nee, worauf wie sieht euer Sportprogramm aus, wenn ihr Sport machen könnt, wenn es wieder losgeht? Wie was aussieht, ja, das hast du nicht verstanden. Das hat ein bisschen gehakt gerade. Okay, also ich wollte jetzt mal fragen, wie euer Training so ausschaut. Ist es genauso, dass ihr eben auch intensives, also... Ja, klar. Also intensives Training, damit ich halt eben auch den besagten überschwelligen Trainingsreiz setzen kann, um dem Körper das Signal zu geben, hier, da muss was passieren, damit ich beim nächsten Mal halt besser gerüstet bin. So, das ist das, worauf ich den Fokus lege. Und dann natürlich anschließend auch noch die Ernährung. Also, dass das natürlich im Zusammenspiel stimmt, dass ich dem Körper dann auch die nötigen Nährstoffe, um auch optimal zu regenerieren, ja auch liefere. Und da könnte man vielleicht auch mal das Thema Fette erwähnen. Vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, wann soll ich die Fette denn überhaupt konsumieren? Zum Beispiel nach dem intensiven Training würde ich eher darauf erstmal das meiden, einfach aufgrund der Verdauung, weil der Körper einfach viel länger braucht, um das zu verdauen. Das könnte wiederum die Verdauung von Kohlenhydraten, also die Aufnahme von Kohlenhydraten oder eben auch Protein, die wir ja brauchen, ja quasi erschweren, verlangsamen. Und dementsprechend macht es schon Sinn, nicht die Fette um das Training drumherum zu konsumieren, also weder vorher noch nachher, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel denkt, okay, man möchte vor dem Training etwas Energie tanken, dann macht es halt auch eher Sinn, auf die Kohlenhydrate zuzugreifen, weil die halt eben besser oder schneller verdaut werden können als die Fette und nach dem Training ebenso. Und deswegen würde ich die Fette eher dann halt eben stundenweise entweder vorschieben oder nachschieben und das nicht direkt ins Training machen, um halt eben die Regeneration ein bisschen zu optimieren. Auch das ist natürlich wieder so ein kleiner Pluspunkt, aber kann natürlich, wenn man die Regeneration optimieren möchte, auf jeden Fall darauf achten. Also es macht dann schon Sinn, weil sich der eine oder andere fragt. Also nach dem Training eher vielleicht auf Kohlenhydrate setzen, weil es ein bisschen schneller geht. Da sind wir beim Thema Regeneration. Aber welche Fette, also erstmal vielleicht nochmal zurück. Pia, du musst jetzt einfach sagen, dass du auch Krafttraining machst und zwar hochintensives. Selbstverständlich. Die Frauen da draußen. Klar. Ja. Gut. Jetzt stimmt, wenn du sagst, nee, also ich bin eigentlich die, die eher nur laufen geht. Es ist super. Nein. Das stärkt auch meine Bauchmuskulatur. Schon im Hypertrophie-Bereich trainieren. Ne? Dann gibt es natürlich noch leistungsspezifische Ziele, die man da auch noch anvisiert, wo man dann wirklich im Maximalbereich von den Wiederholungen her ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Eher für den Bereich. Andere Sachen. Du bist ja auch eher für den Bereich Akrobatik quasi prädestiniert. Macht vielleicht nicht Sinn, wenn du dann mit 150 Kilo Kreuzheben machen könntest. Macht Sinn, weil du dann wahrscheinlich... Ich habe mal schon gesehen. Also einmal ein bisschen, da war ich ein bisschen erstaunt. Siehst du. Das eine schließt das andere nicht aus. Ist auch mal gut, dass wir das nochmal hier so festhalten. Aber also wir halten fest, ihr bewegt euch entsprechend. Das heißt, damit kriegt ihr natürlich schon mal den Triglycerid, also den Fettsäurenwert im Blut, gebalanced, sag ich mal. Aber wie sehen jetzt genau die Quellen aus, die ihr... nehmt. Also du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, du empfiehlst das jedem, Omega-3 zu supplementieren. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, damit du zu 25:1 das Ganze zumindest auf der einen Seite ein bisschen gegenpegelst. Aber auf der anderen Seite, auf was verzichtest du denn ganz bewusst und was nimmst du ganz bewusst zu dir, damit das Ganze möglichst die Norm hält? Naja, zum einen die Supplementation und dann halt eben darauf, einfach auch, weil es mir schmeckt, zum Beispiel fettigen Fisch, wie Lachs, Olivenöl, mache ich sehr, sehr gerne in meine herzhaften Mahlzeiten rein. So, das sind so die Basics. Oder halt eben auch bei etwas süßeren Mahlzeiten, zum Beispiel auch die geliebte Erdnussbutter. Das zum Beispiel. Nüsse, wenn wir schon dabei sind, genau. Nüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. Das sind auch immer ganz gute Quellen. Also so ein bunter Mix letztendlich. Ja. Und ab und zu auch mal die Schokolade. Darf nicht gehen. Leinsamen, glaube ich, sind auch nochmal so, oder vor allem das Leinöl, so der Catcher für Omega-3. Blöde ist natürlich, oder was heißt das Blöde? Ich brauche wiederum mehr Omega-3 in Form von Leinöl oder mehr Leinöl, um den gleichen Punkt oder das gleiche Level zu erreichen wie bei sehr gutem Lachs, weil einfach die Bioverfügbarkeit, um das mal auf schlau nochmal hier zu sagen, weil die ein bisschen erhöht ist. Die Umwandlungsrate, Konvertierungsrate ist einfach bei pflanzlichen Produkten oder Quellen einfach deutlich schlechter, kann man so sagen, als bei tierischen. So kann man es festhalten. Und das ist das Problem bei den Fettsäuren halt eben, dass wenn man halt eben diesen Weg fährt, okay, ich esse einfach mehr davon, was du ja auch schon ab und zu mal gesagt hast, das hat immer diesen Beigeschmack, dass man halt eben wieder mehr Energie zu sich nimmt. Ne? Und das kann man auch steuern, aber da müsste man halt, wenn man das Ziel anvisiert, halt das Körpergewicht zu halten, halt irgendwo wieder darauf verzichten, also weniger Kohlenhydrate konsumieren oder ähnliches. Also das ist dann, da muss man dann schon gucken, okay, die Waage halten. Also das ist da ganz wichtig. Ja. Ja. Was sind deine Lebensmittel? Was sind meine Top-Lebensmittel? Ich glaube, mein absoluter Favorit an Fett ist Nussmus. Das ist definitiv Mandelmus. Das deckt bestimmt 50% meiner Fette. Ich bin ziemlich sicher, weil ich das jeden Tag esse. Sonst natürlich auch, wie Patrick gesagt hat, Lachs.
gibt es jetzt nicht unbedingt jeden Tag, sondern vielleicht zweimal die Woche. Ist ja auch schon viel eigentlich. Genau, also sonst auch viel halt mit Öl. Olivenöl oder Kürbiskernöl ist bei mir zum Beispiel auch ein großer Favorit für einen Salat abends. Ebenso wie Nüsse an sich oder Kerne, Samen. Ja, ich glaube, das sind so meine gängigsten Fettquellen. Eier natürlich. Ja. Also so anfangen, also im Endeffekt sehr viel. Ne? Und beim Braten natürlich, also ich tatsächlich auch beim Braten, nicht nur das Kokosfett, sondern auch die Butter. Also die nehme ich auch gerne daran zu. Ja. Also spricht an sich so da nichts gegen. Also da bin ich natürlich auch sehr sparsam. Also ich hole mir da jetzt nicht die ganze Packung rein. So ein bisschen dezent. Ich wollte mal vielleicht dazu sagen, du hast schon recht. Ja, eben. Also es ist auch natürlich. Habe ich euch das mal erzählt, dass ich vor 10 Jahren mal jemanden hatte im PT, der hat mir alles durchgespielt. Da habe ich gesagt, weißt du was, dein Stoffwechsel funktioniert nicht, weil du viel zu wenig trinkst, glaube ich. Was trinkst du denn am Tag? Und der war draußen unterwegs, habe ich euch das erzählt? Und der hat dann irgendwie einen halben Liter getrunken als Gartenlandschaftsgärtner. Da habe ich gesagt, du musst 3 Liter am Tag trinken. Hat er dann gemacht und hat mich voll gefragt, was trinke ich? Ich sage, ja, du Wasser und Tee, ansonsten nichts. Das habe ich nicht weiter ausgeführt. Dann kam der 6 Wochen später wieder und hatte noch 2 Kilo mehr auf den Rippen. Ich dachte, wo kommt das denn her? Ich dachte, ja, weiß ich auch nicht. Ich fange jetzt an zu trinken. Habe ich euch das erzählt? Nein, er hat sich ab dem Zeitpunkt 2 Scheiß Eistee reingezogen. Oh, ja. Oh nein. Man muss alles sprechen, man muss alles sagen. Also wenn ich jetzt über gute Fette spreche, dann meine ich die guten Fette, ne, die möglichst kaltgepresstes Olivenöl und so weiter. Ne? Nicht das industriell hergezeugte. Das heißt natürlich auch, wenn ich mir um solche Sachen Gedanken mache, ich muss ein bisschen mehr in die Tasche greifen, das ist vorhin schon gesagt. Ja. Ich glaube, das beste Olivenöl, um das nochmal, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wenn man jetzt von Qualität ausgeht, ist ja kaltgepresst nicht gleich kaltgepresst und dass man da vielleicht eher den Fokus auf ein, ich glaube, das nennt sich Narrativ und dann extra. Narrativ? Narrativ. Native. Nativ. Narratives Erzählerton, genau. Glaube ich. Die, richtig. Ich bin gerade in der Bachelor-Team. Ja. Ja. Das native Olivenöl narrativ behandelt. Du müsstest mal deinen Wortschatz filetieren. Ja. Da wären wir wieder beim Thema. Ja, nein, aber im Grunde genommen ist das von der Qualität her das, was zwar auch am teuersten ist, aber was definitiv auch am besten ist. Finde ich gut. Also wir halten fest. Wir brauchen Fette. Fette sind für unseren Energiebedarf wichtig. Fette sind wichtig als Hormonantreiber, als Katalysator in der Hormon, aber eben für die Vitamine. Wir brauchen sie in unseren Zellen, in den Zellwänden. Das heißt, darauf zu verzichten wäre blöd. Nur auf mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu setzen, haben wir festgestellt, ist jetzt nicht der Bringer, weil es gibt Omega-6 und Omega-3. Um dieses Dysverhältnis nicht zu gewährleisten, ist es gut. Okay. Ich finde aber auch, und damit sollten wir auch abschließen, da haben wir im Vorhinein nochmal drüber gesprochen, wenn wir das jetzt machen, dass wir uns nur perfekt ernähren, dann kriegen wir Sportler das irgendwann nicht mehr hin, zum Beispiel auch mal eine halbe Pizza zu futtern. Also das heißt, mal zwischendurch, Bullshit haben wir vorhin schon geklärt, darf ich nicht sagen. Also sowas nicht zu essen, ist auch schlecht, weil man im Prinzip den Körper verwöhnt und eigentlich ist unser Organismus darauf ausgelegt, anpassungsfähig zu sein. Also mit all dem, was wir da oben reinschmeißen, gut fertig zu werden. Das Problem ist, wir schmeißen oben so viele Sachen rein, mit denen wir uns nicht mal die Hände waschen würden. Da ist so ein bisschen Lesen gefragt und in der Umsetzung geht es natürlich dann auch weiter. Ich werde mir jetzt gleich auf jeden Fall Camembert in die Fritteuse schmeißen. Besser nicht, ne? Boah, die Kombination, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen. Aber also mit dem jetzigen Stand sollte ich das vielleicht lassen. Das Gute ist, es ist jetzt eh schon relativ spät. Hier in Bremen muss man ja dank der Ausgangssperre auch gleich schon im Bettchen sein. Ich kann also nicht mehr einkaufen, habe auch keinen Backcamembert zu Hause. Machen wir da schon mal einen Haken hinter. Ja, lest euch schlau, guckt mal hinten drauf. Transfettsäuren meiden, haben wir festgestellt. Und ansonsten überlasse ich euch jetzt das letzte Wort. Bedanke mich für das Zuschauen und würde sonst hier gleich euch nochmal auffordern, hier nochmal ein paar Fragen reinzuhauen. Josef Viseli haben wir jetzt nicht am Start, aber vielleicht werden wir trotzdem der ganzen Sache nochmal her. Ach, kennst du tatsächlich Josef Viseli? Nein, ne? Oder? Ich kenne ihn schon. Also auf jeden Fall nicht persönlich. Aber ich denke, das war derjenige, der den Bulletproof Coffee erfunden hat. Nein. War ich den? Nein. Ich kenne ihn unter einem anderen Namen auch, der das vertrieben hat. Bulletproof Coffee, das kommt ja auch mehr aus dieser ketogenen Fraktion. Ja. Das ist halt eben auch ja die Fettsäureoxidation, sprich die Energiegewinnung aus Fettsäuren halt eben fördern soll. So, und, aber letztendlich auch wieder am Ende nur Marketing und der Nutzen ist gleich ja, null in dem Zusammenhang. Da können wir vielleicht nochmal einhaken, bevor ich das Ding jetzt hier doch gleich absegne zu wir machen Schluss.
Omega-3-Fettsäuren im Kontext Oxidation. Gib uns nochmal vielleicht so einen Tipp, worauf man achten sollte, wenn ich mir ein Omega-3-Produkt in den Schrank stelle. Also was sollte ich da beachten? Ich nehme, das haben wir eben schon festgestellt, bestenfalls nicht das Günstige, aber worauf sollte ich achten? Letztendlich das Entscheidende ist ja wiederum, das wird natürlich, das haben wir auch schon, glaube ich, oder ich habe es, glaube ich, in den Raum geschmissen, EPA und DHA, das ist jetzt quasi nochmal die nächste Stufe, also Omega-3 setzt sich nochmal aus bestimmten Bestandteilen zusammen und zwei wichtige Teile davon sind einmal EPA und DHA, das sind Abkürzungen für zwei ja, sehr komplizierte Begriffe, sage ich jetzt mal, und die haben halt eben diese positiven Effekte auf die Gesundheit, wenn man halt diesen Schritt weitergeht. Und auch da ist wieder das Verhältnis wichtig und auch die Menge. Also es kommt darauf an, wie viel ist eigentlich in dieser Kapsel enthalten. Also wenn ich natürlich die ganz günstigen hole, ist es in der Regel so, dass da auch kaum Wirkstoff drin ist. Also sprich wenig von diesem EPA und DHA. Da sollte man darauf achten und auch auf die Form, wie es halt eben hergestellt wird. Das kennt man auch häufig auch mit Magnesium etc. Auch da ist es natürlich wieder wichtig zu gucken, okay, welche chemische Form hat das, damit auch die Bioverfügbarkeit besser ist. Also ein Begriff, den du auch schon rumgeworfen hast. Also ich sollte auf jeden Fall darauf achten. Man sagt pauschal, dass man ca. 3 Gramm pro Tag, also Omega-3-Fettsäuren, konsumieren sollte. Das Verhältnis sollte 2:1 sein. Also wenn man jetzt EPA und DHA, 2000 Milligramm EPA und 1000 DHA, das ist so die Norm, die auf den Großteil der Bevölkerung zutrifft. Je mehr Körpergewicht man hat, je mehr Sport man treibt, je mehr Muskeln man hat, desto mehr könnte man auch dementsprechend konsumieren. Dafür schiebt sich das Verhältnis aber grundsätzlich für die Norm, wie auch beim Vitamin D3 hat man ja diese Pauschalwerte, wo man sagen kann, okay, mit den Werten wären die meisten auf der sicheren Seite, definitiv. Also 2:1, mindestens 3 Gramm pro Tag, dann ist man auf jeden Fall safe. Also würde man schon darauf achten, müsste man schon darauf achten, ja. Okay, gut. Ich zum Beispiel nehme Omega-3 als in flüssiger Form auf den Löffel. Jetzt nimmst du die Kapsel, was würdest du da empfehlen? Gibt es da besser oder schlechter? Eigentlich nicht. Also es kommt darauf an, aus ethischen Gründen vielleicht, wenn man sagt, man möchte auf die Kapsel verzichten, die aus... Genau. Also es kommt darauf an, wie sich die Kapseln auflösen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwie aus irgendeinem bestimmten Untergrundlabor irgendwas da kauft und man weiß gar nicht, aus was die Kapseln bestehen, die unzerstörbar sind quasi, dann macht das natürlich keinen Sinn, weil dann kommt es dann wieder so raus, wie es quasi eingenommen wurde. Aber letztendlich müsste man sich da einfach so an sich keine Sorgen machen. Also ich glaube, klar, wenn man es halt direkt flüssig nimmt auf dem Löffel, dann kommt es halt vielleicht schneller an, weil die Kapsel muss ja auch erstmal gespalten werden, aufgespalten werden, verdaut werden. Letztendlich ist es da aber meiner Meinung nach eigentlich irrelevant. Und aber es kommt natürlich darauf an, wie die Kapsel halt eben... Und ich kann es nur empfehlen, also für diejenigen, die es konsumieren, ich mache es immer vom Schlafen gehen, weil wenn man dann zum Beispiel, nachdem es langsam auch verdaut wird, aufstoßen muss, dann kann es immer gut sein, dass so ein fischiger Geschmack quasi hochkommt. Und ich persönlich finde das auch ein bisschen unangenehm und dementsprechend nehme ich es direkt unmittelbar vom Schlafen gehen, weil ich dann meistens auch relativ fetthaltig irgendwie auch gegessen habe. Das passt dann immer ganz gut. Und dann gehe ich schlafen und dann merke ich davon auch nichts. Das ist so der kleine Pluspunkt, den ich dann immer weitergebe, weil häufig dann immer ja gesagt wird, ja, ich mag die gar nicht nehmen, einfach aufgrund des Aufstoßens. Ja, und dann reicht es eigentlich wirklich zu sagen, hier, nimm die doch abends vom Schlafen gehen, dann hast du das Problem nicht mehr. Also ich höre raus, wenn irgendwann die Gastronomie wieder vonstatten geht und man geht mit seinen Liebsten essen oder vielleicht auch nicht mit den Liebsten, sondern die es vielleicht mal werden sollen. Also vor dem ersten Date müsst ihr jetzt nicht unbedingt Fischölkapseln konsumieren. Könnte schlecht aufstoßen dann. Okay. Ja, prima. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, dass die Leute wissen, was man da machen sollte. Eben gerade auch, um eben diese entzündungshemmenden Faktoren in Gang zu bringen. Ja, prima. Ich finde es ganz lustig, weil du eben sagtest, aus ethischen Gründen dann auf die Gelatine-Kapsel verzichten, weil die aus Rindfleisch ist. Das ist irgendwie auch so eine Doppelmoral. Ne? Man nimmt die Fischölkapsel in Kauf, der Fisch ist quasi, aber ja, ist halt nur Fisch, das Rindfleisch. Ne? Aber naja, das ist wieder das Ding, wie wir über unsere Ernährung nachdenken. Und manchmal machen wir uns auch dann keinen Gedanken über das, was wir dann in dem Moment so im Redefluss dann so sagen. Finde ich immer ganz lustig, dass man das auch mal so stimmt. Sich hinterfragen sollte, wenn man das sowieso schon tut. An alle da draußen, gibt es noch irgendwelche Fragen? Jetzt ist die Zeit. Von Michael, es gibt auch Veganes, dann ist der Nachgeschmack nicht bei. Ja, das stimmt schon, wobei bei Algen tatsächlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Algen auch so ja nicht dieser fischige Geschmack, wobei zum Teil auch hervorkam, aber tatsächlich klar, bei veganen Quellen eher nicht. Aber da kommt ja wieder dieser kleine negative Effekt, den wir auch schon thematisiert haben, dass halt eben diese Konvertierungsrate von dem pflanzlichen Omega-3 halt eben deutlich schlechter ist als bei tierischen. Davon müsste man einfach mehr konsumieren. So, das ist halt so das,
was mich quasi so ein bisschen in Anführungsstrichen stören würde, aus meiner Sicht. Aber schlecht ist es jetzt nicht, so ist es nicht. Ja, und vor allem haben wir wieder den ökologischen Fußabdruck, der wäre wahrscheinlich gerade mit dem, was Michael sagt, wahrscheinlich besser auch. Ja, ist immer so die Frage, ne? Ja. Also sei ein Weltverbesserer und nimm vielleicht das Vegane und versuche es direkt aus der Alge zu nehmen. Schraub dir einfach ein bisschen mehr rein und spar dann an anderer Stelle. Ne? Und vor allem Omega-6-Fettsäuren einfach reduzieren. Ne? Da kommt man auch mal ein Stück weit entgegen. Dann hat man auch jetzt nicht so diesen Druck, auch das so auszugleichen. Also lieber da reduzieren und weniger zu ergänzen, als jetzt umgekehrt. Also man kann seinen eigenen Weg wählen, aber letztendlich wäre das vielleicht auch ein möglicher Ansatz, der in dieser Richtung auch sinnvoller wäre. Okay. Prima. Vielleicht da, genau. Ja, und nochmal, wie gesagt, ganz wichtig, gerade wenn Oma und Opa jetzt irgendwie sagen, nee, also gehärtete Fette darfst du nicht nehmen, mein Cholesterinspiegel, der wird relativ wenig getriggert von dem, was wir essen. Und gehärtete Fette dürfen sein, es sei denn, es sind Transfette. Ich glaube, damit können wir das ganze Ding heute abschließen. Ne? Würde ich auch sagen, ja. Ja, es ist halt wie sonst auch immer sehr komplex und es ist schwierig, da wirklich am Ende so eine klare Empfehlung zu geben, weil einfach so viele Faktoren mit reinspielen. Und am Ende, eventuell, je nachdem, wenn wir dann auch die Proteine behandeln, dann kann man auch diesen ganzen Kreis nochmal versuchen zu schließen. Also es hängt alles miteinander zusammen, jeder Makronährstoff miteinander. Deswegen ist es ganz schwierig, da auch wirklich auf die einzelnen Punkte einzugehen, weil man fängt das eine Thema an, was wir auch letztens schon gemerkt haben, mit dem Zucker zum Beispiel, und dann kommt gleich das nächste und das hängt alles halt mit zusammen. Und deswegen ist es auch immer schwierig, und das würde mich auch immer stutzig machen, wenn jemand pauschal was sagt, von wegen hier, das ist jetzt schlecht, das ist böse, sofort hinterfragen, grundsätzlich, aber dann sollte man schon stutzig werden, weil das ist einfach zu komplex, um sagen zu können, nee, brauchen wir nicht oder ist schlecht. So. Außer jetzt vielleicht bei den Transfetten, aber auch da, die Dosis macht das Gift. Okay. Gut, ihr Lieben, es scheinen keine Fragen mehr da zu sein. In diesem Sinne können wir uns verabschieden mit bleibt gesund, aber tut auch was dafür. Bewegt euch in erster Linie. Das ist, glaube ich, auch was wir heute nochmal herauskristallisieren konnten. Joggen allein ist schön. Spazieren gehen ist auch gut. Aber die Muskelzellen wollen Stress. Und ich habe ja vorhin nochmal kurz erklärt, was passieren muss, damit der Knochen Kalzium aufbaut. Das passiert nicht beim Spazierengehen. Also auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie es passieren würde, wenn ihr schwere Kniebeugen oder sowas machen würdet. Ja, würdet ihr vielleicht gerne machen. Geht im Moment nicht. Stimmt auch. Aber versucht so kreativ wie möglich zu sein, dass das Ganze passt. Und eben genau da mit den Fettsäuren, wir haben jetzt eben schon gesagt, Walnüsse, Leinöl, Alge, Lachsfisch, Thunfisch, schön filetieren, dass das Ganze passt. Seid kreativ, kocht. Kochen ist, glaube ich, auch so nicht zu convenient sein bei den ganzen Geschichten. Und dann kommt man da gut bei raus. Prima. Ihr habt das letzte Wort. Ich verabschiede mich. Einen schönen Feierabend allen zusammen. Ja, mehr kann man dem nicht hinzufügen. Nee, genau. Hat wieder einmal sehr Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Episoden, vor allem im Bereich der Ernährung auf jeden Fall. Und wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, die euch vielleicht im Nachhinein noch einfallen, dann gerne natürlich in den sozialen Medien, könnt ihr uns eine Nachricht schreiben oder halt eben auch per Mail. Das würden wir dann auch natürlich gerne beantworten. Genau. An marketing@ulc-fitness.de, ganz wichtig. Die nächsten Wochen machen wir erstmal weiter jetzt mit Proteinen und dann machen wir das Thema Abnehmen nochmal. Ne? Also wer jetzt heute gedacht hat, es geht um das Thema Fett und Abnehmen, der hat schon spätestens jetzt nach einer Stunde gemerkt, ist falsch gewickelt gewesen oder sie war falsch gewickelt. Das nehmen wir aber in 2 Wochen nochmal dran. Ja, das passt dann auch ganz gut. Man könnte das ja noch abschließen mit dem Mythos nochmal quasi spannend behalten oder spannend belassen. Fett macht Fett, ist das so? Nein, aber das kann man auf jeden Fall nochmal dann beim nächsten Mal näher thematisieren. Bietet sich ja noch an. Gut gemacht, schönen Abend. Ja, vielen, vielen Dank. Ebenso. Sehr, sehr gerne. Auch ebenfalls noch einen schönen Abend. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.